Servus Freunde, heute wieder ein neues Video bei uns. Dieses Mal nur etwas artspezifisch, also wir unterhalten uns ein bisschen über eine Art. Ansonsten kein mega spezielles Video heute, so ein bisschen Alltagsvideo. Ich warte jetzt gerade noch auf Marco, der kommt demnächst. Dann checken wir mal nachher, was unser Samstagsmitarbeiter so für Kenntnisse hat. Den werde ich vor der Kamera nachher einfach mal kurz herzitieren und ihm ein paar Fragen über etwas Neues bei uns im Laden stellen. Etwas Spezielles, sehr Geiles und auch Hochpreisiges. Etwas sehr Seltenes und brutal schwer zu züchten. Ich kann schon mal teasern, es ist hier im Becken und wir haben dieses Becken nur extra für die fertig gemacht. Und das Becken ist auch wunderschön geworden, das zeige ich euch dann auch. Ich werde jetzt dann gleich warten, bis der kommt, bis er ein bisschen anfängt zu arbeiten. Und wenn es dann mal ruhig ist, dann werde ich mir den einfach mal geschwind zwischen den Reihen herrufen. Oh, Marco! Marco, wo bist du? Hallo, Marco! Marco, ja. Wir haben hier sehr tolle, schöne Fische in unserem Oasis Styline 80 Cube oder Würfel, könnte man sagen. Man sieht sie hier hinten jetzt schon im Bild, das balzende Pärchen Beta Macrostoma. Die sind dir sicherlich auch schon aufgefallen. Also Marco, hast du mir so ein paar Erstinformationen zu den Tieren? Wie heißen die denn auf Deutsch? Das ist auf Deutsch, also der Beta Macrostoma heißt auf Deutsch Großmaulkampffisch. Ist ein sehr besonderer Kampffisch, ist der größte Kampffisch. Ähnelt auch der Optik schon ein bisschen den in Deutschland bekannten Channa-Arten, sag ich jetzt mal. Haben die Channa-Arten auch einen deutschen Namen? Schlangenkopffische. Schlangenkopffische, okay. Alles klar. Genau. Und hier sieht man, wie das Weibchen von den beiden richtig schon dabei ist. Das ist jetzt ein 3 Jahre altes Zuchtpaar. Das ist eine F1-Nachzucht, also Folge 1. Die Tiere sind sehr speziell. Die mögen sehr saures Wasser, sehr keimarmes Wasser. Heißt, einen UVC-Klärer oder ersetzen zu einem UVC-Klärer dann regelmäßige Teilwasserwechsel, um eben das Becken möglichst keimfrei zu halten. Sind bei den Tieren eigentlich Pflicht, meiner Meinung nach. Klar, Wasserwechsel sollte man immer machen, egal bei welchem Tier. Genau. Darf ich dir noch eine weitere Frage stellen? Und zwar, bei was für einem pH-Wert und wie hart oder wie weich sollte man denn zum Beispiel jetzt Wildfänge halten von den Tieren, denn klar, Nachzuchten sind schon ein bisschen besser an unser Wasser gewöhnt, richtig. Aber ganz extrem muss es ja wohl bei den Wildfangtieren sein. Genau, also die Wildfangtiere, die hält man eigentlich bei einem pH-Wert rund um den pH-Wert 4, also wirklich schon sehr, sehr saures Wasser eigentlich schon. Okay, gibt es auch die Möglichkeit, dann den gut in Schwarzwasser zu vermehren und zu halten zum Beispiel? Genau, das machen dann zum Beispiel sehr viele, die dann gerade Wildfänge haben oder noch bekommen haben. Gerade diese besonders rötliche Färbung oder diese Standardvariante, die sehr rötlich ist, tatsächlich darf die von da nicht mehr exportiert werden. Das heißt, die normalen Wildfänge, die normale Standardvariante, wir wissen ja, wie wir auch in den Skalarvideos von mir zuvor gelernt haben, dass es gleiche Gattung, gleiche Art, kommt aber in verschiedenen Flüssen vor, sind also eigentlich sind komplett die gleichen, nur andere Farben haben sich da entwickelt. So ist es also auch bei den Beta Macrostoma, eine Variante, die viel rötlicher ist, viel farbiger ist, genau. Und die darf nicht importiert werden bei denen im Land. Und die anderen, also das sind jetzt zum Beispiel die Eltern von den Tieren, die wir haben, die dürfen dann importiert werden. Genau, richtig. Und exportiert werden. Exportiert, genau. Wir importieren sie, die exportieren sie. Genau, richtig. Dann habe ich noch eine Frage zur Nachzucht von den Tieren. Ist es einfach oder schwierig und wie betreuen die Tiere ihre Jungtiere? Es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt Offenbrüter, es gibt Höhlenbrüder, es gibt auch Maulbrüder, Freileicher. Wie ist das bei denen? Also das ist auch was Besonderes. Das sind nämlich Maulbrüder, heißt, die Eltern nehmen dann die Eier wie auch dann die Jungtiere im Maul auf. Auch ähnlich wie bei vielen Maulbrüten Barschen zum Beispiel.
und wenn dann halt mal im Stress ein Tierchen dann mal ja, doch den Weg aus dem Maul findet, sammelt dann der Vater in dem Fall das Tier immer wieder ein, damit dann die Tiere wirklich sicher bis zu einer gewissen Größe hochgezogen werden können. Die Zucht von den Makrostomas ist sehr schwierig, eben auch dem geschuldet, dass die Tiere ja wirklich in nahezu saurem Wasser ja gehalten werden und dann da dann noch einen Zuchterfolg hinzubekommen, ist dann natürlich sehr, sehr komplex, mit sehr viel Aufwand natürlich betrieben. Man muss ja dann da teilweise schon mit Salzsäure arbeiten, um den pH-Wert überhaupt realisieren zu können. Ständige Überwachung, und deswegen setzen sich dann auch der Preis oder dieser hohe Preis auch einfach ja, dieser schwierigen Zucht sozusagen ja, dann zu Buche oder schlägt es dann zu Buche. Also du meinst, es ist auf jeden Fall vergleichbar züchterisch eine der Königsklassen, ähnlich wie mit wilden Altum oder wilden Diskus. Genau, richtig, mindestens so schwer, richtig. Also das ist schon Champions League, sage ich jetzt mal, wer die nachzieht, Hut ab davor. Okay, sehr gut zu wissen, weil man möchte ja, wenn man Tiere in dieser Preisklasse kauft, bei uns sind es, wie gesagt, jetzt 3 Jahre alte Tiere, ein Männchen, ein Weibchen, ein Zuchtbau, ihr seht die Balzen, zu einem Preis von 490 Euro. Sie sind aktuell wieder ab und zu auf dem Markt zu finden, aber man zahlt ja auch schon selbst für Jungtiere 150 bis 180 Euro. Und dann hat man noch keine ausgewachsenen Tiere und noch lange kein Pärchen, was auch miteinander harmoniert. Richtig, kein funktionierendes Paar. Genau. Es ist ja auch ein Kampffisch, das heißt, alle Kampffische, wissen wir ja, alle Betta haben auch ein relativ hohes Aggressionslevel. Manche mehr, manche weniger von den unterschiedlichen Arten der Gattung. Und jetzt noch die Frage, wie ist es denn hier mit der Vergesellschaftung bei diesen Tieren? Also natürlich wie beim Kampffisch auch, alles was feine Filamente hat oder ja, groß ausgezogene Flossen, würde ich damit nicht vergesellschaften. Auch bei uns sieht man jetzt gerade hier den Gararufa, der gibt hier sein Bestes, um das Becken richtig schön sauber zu halten. So Putztiere, sage ich jetzt mal, kann man da gut dazu machen. Garnelen natürlich, also bei denen meiner Meinung nach natürlich ist ein nicer Lebensnack, würde ich nicht vergesellschaften, weil die fehlen einem danach. Aber gerade so Putzfische kann man da meiner Meinung nach, solange sie nicht so klein sind, damit sie ins Maul passen, gut mit denen vergesellschaften. Also genau, wie jetzt hier zum Beispiel, ach, jetzt kommt er sogar raus. Einer, der nicht angegangen wird, der Gararufa. Genau. So, und jetzt will ich euch noch ein paar kurze Aufnahmen einfach vom Becken einblenden. Also wir haben hier auch sehr viel bepflanzt, dass die Tiere sehr viele Rückzugsmöglichkeiten haben. Jetzt steht die natürlich nicht ideal im Licht. Das Männchen hinten kommt schön ins Licht gerade. Sie gehen ein bisschen in den Schattenbereich. Ihr seht, das Weibchen hat eine schöne Braunfärbung. Das Männchen wunderschön rot mit blauem Flossensaum. Tolles Muster. Hier balzt sie ihn jetzt wieder an. Also einfach herrlich. Hier auch wieder ganz krass zu sehen, die große Mundpartie vom Männchen. Es tut mir leid, wenn ich es gerade nicht perfekt in Fokus bekomme, aber ich habe hier einfach gerade ein bisschen ein Problem mit dem Licht. Wenn ich nämlich zu hell bei denen im Becken mache, werden sie ein bisschen schreckhaft und verziehen sich wieder. Und wir wollen ja gerade filmen. Die haben einen ganz tollen Mund, auch vom Mundwinkel her. Ich sage immer Mr. und Mrs. Mad. Ja, sind auch mad drauf, muss man sagen. Aber optisch tolle Tiere, sind auch sehr ruhig. Also wer nicht ganz so große Becken will, wie jetzt hier zum Beispiel ein 80 Liter Oasis Styline 80 bzw. 85 heißt, glaube ich, genau, hat hier ein perfektes Becken für diese wunderschönen Tiere. Und hier jetzt sehr schön zu sehen, dass die Betta Makrostoma anfangen zu balzen, und zwar heute das erste Mal. Unser fixes Pärchen fängt an zu balzen. Der Bock zeigt sich hier wunderschön in seiner Prachtfarbe und spreizt seine Flossen. Das braune Weibchen, jetzt hier auch zu sehen, tanzt ihn regelrecht an. Darauf habe ich gewartet, das freut mich. Wie gesagt, ihr könnt dieses Pärchen hier auch erwerben. Wir haben es hier gekennzeichnet. Das ist der Paarpreis für dieses 3 Jahre alte Zuchtpaar. Ihr habt jetzt schon ein paar Infos bekommen zu ihm, mit Marco zusammen und mit mir. Ihr wisst ja auch jetzt mittlerweile, wie die sich preislich bewegen. Also selbst die Nachzuchten sind hier echt eine Sache für sich. Ich gehe mal kurz rum ums Becken, aber es spiegelt echt massiv.
Ah ja, so, jetzt machen wir ein bisschen heller. Also ihr seht die tollen Farben. So, jetzt habe ich einen ganz guten Fokus, ein bisschen näher dran. Natürlich dreht er sich wieder direkt weg. Vielen Dank. Er hat keine Lust, gefilmt zu werden. So, hier eine etwas nähere Aufnahme für euch von diesen tollen Tieren. Hier seht ihr auch, wie groß die Mundpartie, die Maulpartie verläuft. Mr. Mad himself. Hier jetzt eine gute Aufnahme. Also das war's dieses Mal mit dem Video. Ein kleiner kurzer Kurs zu unseren speziellen Tierchen und auch mal ein bisschen Spaß mit Marco gehabt. So habt ihr den auch kennengelernt. Mal schauen, ich glaube, das nächste Video hätte ich mal Lust, zu Merlin hochzugehen. Der sitzt nämlich in unserem Bürolager, Fischlager und Zuchtabteil. Vielleicht ist auch mal für euch interessant, da ein paar Dinge zu sehen. Das sollten wir auf jeden Fall jetzt im nächsten Video machen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer freue ich mich über jede Art von Bewertung, Kommentare. Und abonniert den Kanal, ne, das nicht vergessen. So unterstützt ihr uns und wir können es mit den Videos hier weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.